So Leute, willkommen zurück zum Pokémon Trading Card Game. Heute habe ich das Gesangsstimme-Deck gebaut. Ihr seht, mein Schattenreich ist auch wieder rehabilitiert. Ich habe es wieder gebaut. Ob es noch so gut ist wie früher, weiß ich nicht. Aber aufgrund einer Mission werde ich heute euch mal mein Gesangsstimme-Deck zeigen. Es ist neu, weil mein altes Wasserdeck komplett alle Pokémon rausgeflogen sind. Wirklich. Das war furchtbar. Also, ich kann jetzt komplett vergessen, was ich damals gebaut habe. Naja, muss dieses Deck halt herhalten. Der letzte Part mit dem neuen Format, der Titel, hat ein wenig für Verwirrung gesorgt. Das ist auch schön so, aber ich wollte euch da keine falschen Hoffnungen oder falsche Ängste machen. Es war ein Versehen. So, und jetzt drehen wir hier mal richtig auf heute. Oh Gott, Elektro-Pokémon. Beziehungsweise, oh Gott, Pflanzen-Pokémon. Das Elektro-Pokémon ist ja nicht so schlimm. Das Elektro-Pokémon kriegt einen Schlag ab und stirbt. Das Problem ist das Wadribi, weil das dummerweise auch die Schwäche trifft. Und das wird derzeit gerne gespielt. Weil es halt eins der wenigen Decks ist, was noch funktioniert. Okay, meins nicht, weil meins muss ich erst wieder umstellen wegen Alchromas, aber es würde theoretisch noch gehen. So, dann müssen wir jetzt warten, bis unser Gegner hier irgendwas macht. Oh Gott. Hyperball. Jetzt kommt das Killer-Pokémon raus. Gewaldroex, okay. Ich gebe zu, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber ja, das ist auch ein Killer-Pokémon. Noch ein Quapuzzi. Ist das Quapuzzi? Ich weiß, der Witz war grauenhaft, aber ich wollte ihn trotzdem machen. Wenn das mit der heimlichen Klaue trifft, dann sind wir erledigt. Klammheimliche Klaue. Wäre es eine kleine klammheimliche Klaue, dann dürfte man diese Attacke nicht abkürzen um Verwechslung. Egal. Was rede ich mich hier schon wieder um Kopf und Kragen? Senior und Junior, ja. Helfen mir leider nicht sehr viel weiter. Selbst der Granatenhammer kann das Vieh nicht umbringen. Das ist das Problem. Das heißt, nächste Runde wird es mich wahrscheinlich zerfetzen. Und dann wird es richtig brutal. Weil dann haut es uns wirklich hier aus den Latschen. Ich habe das auch nicht selber. Also bevor ihr jetzt denkt, ja macht doch selber ein Gewaldrohr-Deck. Ich habe kein Gewaldrohr. Okay, zumindest das Schlafen am Schlafgift hat nicht funktioniert. Jetzt besorge ich mir erstmal das Pokémon, auf das ich es abgesehen habe. Regieis könnte ich nehmen, aber ich werde mich mal an einem Quaxo versuchen. Das ich leider selber nicht mit seiner Fähigkeit mit inbegreife, aber das ist egal. So. Jetzt muss hier aber der Granatenhammer richtig reinhauen. Ja, das Quaxo und das kann ich ruhig damit treffen. Weil allein jetzt kann Quapsel zum Beispiel schon den Spiralsog anwenden. Und jetzt wird es für uns richtig problematisch. Dieser gezackte Säbel. Der wird uns nämlich zerfetzen. Wenn wir nicht aufpassen. Ja, Megaturbo, warum nicht? Ja, da war es nämlich. Das ist jetzt richtig hart. Also das Vieh wegzukriegen, weiß ich nicht, ob wir es schaffen. Ich muss mir jetzt dringend was überlegen, wie ich dem Vieh noch 70 Schaden machen kann. Das könnte sogar passen. Mit etwas Glück, aber da habe ich die Energie ans falsche Pokémon angelegt. Eigentlich. Aber es lässt sich vielleicht noch korrigieren. Ich hoffe es zumindest. Also ich bin auch heute ein bisschen themenlos, wie ihr vielleicht mitkriegt. Das liegt daran, ich muss auch noch ein bisschen was im Voraus machen, weil jetzt kommt meine Freundin wieder aus dem Urlaub zurück und dann will ich mit Black Sky auch noch aufnehmen und ja, Five Nights at Freddy's 4, das was sich viele schon gewünscht haben. Und ja, mit Miso will ich dann auch noch was aufnehmen. Das möchte ich aber noch nicht verraten, was es wird. Das wird eine Überraschung. Hat aber auch was mit Pokémon zu tun.
Also so viel darf ich schon verraten. Ihr könnt ja mal schon spekulieren, wenn ihr möchtet. Ich kriege in der letzten Zeit zu wenig Kommentare. Deshalb würde mich das freuen, wenn ihr da so ein bisschen spekuliert. So, und du Mistvieh haust jetzt natürlich hier meinen Arktos weg. Egal, ich muss ihn mit Quaxo killen. Weil leider, es ist halt, die königlichen Klänge beziehen sich nicht auf seine eigene Attacke. Das ist das Problem. So, gut. Quapsel, du musst jetzt hier den harten Mann markieren. Das ist unsere einzige Chance. So viel dazu. Ich habe eigentlich gehofft, eine Doppelfarblos zu ziehen. Von habe ich ja bloß drei im Deck. Gucken wir mal, was ich mir sonst noch krallen kann. Ein Tauchball, komm, den nehmen wir. Wir nehmen, was wir kriegen können. Nur zur Sicherheit, dieses Regieis. Okay, der Finalhieb reicht aber, um das Vieh umzunieten. Problem ist, wenn das Vieh sich jetzt entwickelt, dann gibt es für uns richtig Kloppe. Wie immer eigentlich. Wahrscheinlich sind die letzten drei gepreisten Karten meine Doppelfarblos. Ich sehe es kommen. Ja. 21 habe ich noch. Wie viel hat er noch? 18. Ja, das Problem ist, dass es kein N mehr gibt. Das heißt, ich kann ihm nicht mal Karten wegnehmen. Da muss ich Austin Kind wirklich mal recht geben. Mache ich in letzter Zeit viel zu oft. Ja, dadurch, dass man N nicht mehr hat, kann man den Gegner nicht mehr so gut kontrollieren. So, dann verpasse ich dir die Energie und hoffe einfach, ich weiß nicht, auf was ich hoffe. Ich hoffe einfach mal auf irgendwas. Egal, auf was ich gehofft habe, das war es, glaube ich, nicht. Gut, Spiralsog. Macht zwar keinen Schaden, aber die Verwirrung ist sehr, sehr passend. Weil wenn wir Glück haben, verletzt sich selber und dann reicht sogar die Kraft hier von Quaxo, es zu besiegen. Und das ist unsere einzige Chance, hier irgendwie zu gewinnen. Weil sonst können wir hier echt nichts mehr reißen. Ist ein bisschen doof, aber lässt sich derzeit leider nicht vermeiden. Ich habe heute mal wieder Galkoves Mattscheibe gesehen, so was Altes. Finde ich immer noch sehr, sehr schön. Ach Mann, es hat die Verwirrung durchbrochen. Jetzt muss Quaxo kämpfen. Jetzt ist hier alle Gnade vorbei. So, Quaxo, Schallwelle. 50 Schaden. Wenn es jetzt die Verwirrung trifft, dann kann ich es zumindest mit Quaxo nächste Runde erledigen. Es wäre ein großer Anfang. Preiszähler. Die Attacke wird schon reichen, um uns umzubringen. Oder die. Gut, das geht natürlich auch. Aber für meine Mission habe ich ja trotzdem ein bisschen was nicht gemacht. Musste ich gar keine Wasser mehr machen. Ich glaube, ich muss gar kein Wasser mehr. Nö, ich muss Psycho. Tja, habe ich das falsche Deck gebaut. Passt. Haben wir jetzt halt ein Wasserdeck, was keiner braucht. Gut, egal. Nehmen wir halt das Wasserdeck jetzt noch ein letztes Mal für heute. Und dann könnt ihr euch darüber beschweren, was für ein schlechter Deckbauer ich in diesem Format doch bin. Oder in jedem Format, egal welches. Ja, ansonsten gibt es leider nicht so viel zu erzählen. Gar nicht. Und ich ziehe kein Pokémon. Ich weiß aber auch nicht, was ich so großartig erzählen kann. In der letzten Zeit gibt es leider echt nicht so viel.
Das ist halt, irgendwann kommt man so an den Punkt, an dem man nichts mehr zu sagen hat. Keine Geschichte. Also ich meine, klar, ich habe noch Geschichten, aber die muss ich eigentlich alle auf einmal erzählen. Und das Problem ist, hier gehen mir dann die manchmal aus. Und ich habe ja, mir fällt dann auch immer nicht ein, was ich erzählen soll. Es fällt mir immer ein, wenn es passiert oder wenn ich mich gerade mal so einen Moment dran erinnere, aber dann irgendwann muss man ja mal hier stehen und es erzählen und da kommt man da nicht drauf. Und das ist dann blöd. Weil dann sitze ich hier und weiß nicht, was ich euch sagen soll. Ja, und dann kommt so ein Part zustande. Ja, wie findet ihr den neuen Upload-Plan? Habt ihr immer noch nichts zu gesagt? Also, wer war das? Norman, du hast was dazu gesagt. Dir gefällt er. Das ist schön. Kommt ja auch sehr viel jetzt zur Zeit. Ich musste allerdings Darkest Dungeon mal wieder einstellen, weil ich leider mit dem Upload ein paar Probleme habe zeitweise. Und ja, ich komme nicht so wirklich dazu, alles aufzunehmen, weil ich auch sehr viel One Piece aufgenommen habe im Voraus, weil One Piece ja auch cool ist und ich One Piece mag und ich deswegen andere Projekte vernachlässige und ich eigentlich noch alles für morgen aufnehmen muss. Das ist das Schlimmste, dass ich für morgen noch nicht alles fertig habe. Beziehungsweise morgen heute. Also wenn heute ein Part Alice kam, dann wisst ihr, der Wolf hat doch nicht ganz so gefaulenzt und hat sich dazu bequemt, doch noch den Rest zu machen. So, und das Vieh bringt uns jetzt nicht um. Das ist kulant. Das ist echt kulant, dass uns das Vieh nicht umbringt. Weil ich werde jetzt garantiert nicht entwickeln. Nö. Das ist jetzt dämlich. Ich kann es um 10 Punkte nicht umbringen. So, Finallieb. 120 macht es, das ist 170 Schaden. Das ist doof. Ja, und wenn er jetzt Energie dran legt, bringt's. Ja, es bringt jetzt unser Quapuzzi um. Vergiftet es dabei noch, aber wir können es jetzt mit Turtok erledigen. Für mich natürlich ein Riesenvergnügen. Obwohl ich kein Turtok-Fan bin. Ich bin eher der Bisasam-Typ. Ich nehme. Auch wenn ich Pokémon Blau spiele, nehme ich grundsätzlich das Bisasam. Oder halt Pokémon Rot, für diejenigen, die da auf der roten Seite der Macht stehen. Ich hatte halt als Kind Pokémon Blau und ich bleibe dabei, dass ich Pokémon Blau spiele. So, jetzt zwinge ich ihn mal zum Austausch. Oh, Glurak, das ist schön. Glurak machen wir schön viel Schaden. Platan und Wasserenergie, da können wir Turtok noch ein bisschen aufpowern. Aufmotzen. Ach so, der will sich jetzt, klar, uns jetzt anheizen. Funktioniert bloß nicht. Wenn sowas funktioniert, ist das super, aber wenn es nicht funktioniert, da ärgert man sich dann nachher 1000 Tode drüber. So, und Turbodreher, 100 Schaden, stimmt ja, wir haben ja Muskelband. Und wieder ein Austausch. Hat gerade so geknackt, habe ich hier schon wieder ein Insekt drin. Oh Leute, das kann ich euch noch erzählen. Gestern Nacht. Es war wirklich Nacht. Es war so 23 Uhr irgendwas. Ich war eigentlich hundemüde. Ich habe mich gerade noch mit wem unterhalten, wollte eigentlich kurz drauf ins Bett. Hat gar nicht mehr lange vor, irgendwas zu machen. Grüner Einschnitt. Ah, das Vieh ist das. Okay. Und ja, in. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob der Tausch wirklich so klug ist. Weil das Vieh putzt mich jetzt weg. Egal. Nee, kann's gar nicht. Das kann uns nicht ganz wegputzen. Nur fast. Ja, auf jeden Fall. Dann sehe ich so im Augenwinkel was Schwarzes. Und ich drehe mich so vorsichtig, ganz, ganz leicht nur, nach links. Und dann sehe ich da eine riesengroße. Ihr kennt doch diese Jagdspinnen. Also die heißen Jagdspinnen. Also ihr wisst, was eine Hausspinne ist. Das sind diese mit den ganz langen Armen. Also mit den ganz langen Beinen und diesem kleinen Körper in der Mitte. Und die Jagdspinnen, das sind die mit so einem, mit einem dicken, großen Körper und diesen eher kürzeren, aber schnellen Beinen. Also die sich so schnell bewegen. Die so eklig sind. Also das sind die richtig ekligen.
Und ja. Wie ihr euch anhand, dass ich diese Geschichte erzähle, schon denken könnt, saß eben jene Spinne, dass ich jetzt hier so diese Konstellation habe, ist ein bisschen ungünstig. Andersrum wäre besser. Neben mir an der Wand. Ich denke mal, die Spinne fand es ein bisschen besser als ich schon mal. Weil, ja, ich glaube, jeder findet Spinnen besser als ich. Ich habe vergessen, in dieses Deck einen Akromas reinzutun. Ich bin doof. Ja, ich. Soll ich machen? Soll ich nicht? Ich weiß es nicht, aber ich müsste an das Vieh rankommen, an das Mega-Rayquaza. Ich könnte auch austauschen und entwickeln. Und dann zum Austausch zwingen, aber ich glaube, das wäre eher suboptimal. Nee, ich bleib beim Finalieb. Ja, auf jeden Fall. Ich habe Geräusche im Hintergrund, verdammt. Auf jeden Fall. Ich meinen Laptop erstmal. Der lag gerade so auf meiner Decke. Erstmal schön ans andere Ende vom Bett gestellt. Ich aus dem Bett gesprungen. Erstmal gedacht, Scheiße, was machst du? Ich habe ja panische Angst vor Insekten, ne? Ich hatte keine Ahnung, was genau ich jetzt in dieser Situation großartig tun soll. Ich war so ein bisschen hilflos, gebe ich zu. Bei Spinnen bin ich insgesamt hilflos. Vor allen Dingen bei normalen Spinnen geht's noch. Weil irgendwo sind die, also diese Hausspinnen, irgendwo sind die noch erträglich, sage ich mal. Aber bei diesen Jagdspinnen, da kriege ich die Creeps. Also da war es für mich vorbei. Ich habe mich dann, weil sie sich relativ schnell bewegt hat und ich nicht gerade riskieren wollte, dass sie lebend irgendwo verschwindet und dann ich irgendwann mal aufwache und so ein Vieh direkt vor meinem Gesicht habe. Nein. Dieses Risiko wollte ich nicht unbedingt eingehen. Daher entschied ich mich dann dazu, einfach mal dieses Vieh mit dem Schuh zu erschlagen. Habe ich versucht, das Vieh hat sich fallen lassen. Ich habe mein Bett weggeschoben und unter das Bett geguckt und da lag sie zusammengekauert. Jetzt wusste ich natürlich nicht, habe ich sie wirklich gekillt? Habe ich sie hart getroffen? Oder hat das Mistvieh überlebt? Zum Glück muss man dazu sagen, das sollte man unter dem Bett nicht machen, also Kinder nicht zu Hause nachmachen. Da habe ich so eine Dose Insektengift. Ich weiß nicht, Spinne ist in dem Sinne kein Insekt, aber die kennen sich untereinander, das passt. Und ja, Ende vom Lied. Ich habe das Vieh eingesprüht. Sie hat tatsächlich noch gelebt, ist weggekrabbelt. Aber ich muss dazu sagen, das Gift, was ich da habe, das ist jetzt nicht so ein Larifari-Gift. Das ist wirklich schon. Rausgetappt. Ja, das ist wirklich schon ein etwas stärkeres. Deswegen sage ich ja nicht zu Hause nachmachen, gerade nicht am Bett. Das ist brandgefährlich, was ich da mache. Und ja, die Spinne ist wahrscheinlich noch ein paar Zentimeter weiter gekrabbelt. Ich habe sie dann, ich habe so einen Swiffer hier, ich darf ruhig mal Werbung machen. Damit habe ich sie dann rausgefischt, nochmal draufgehauen mit dem Ding und sie dann rausgeschmissen. Ich habe direkt draufgesprüht auf das Vieh, richtig eine Ladung Gift. Ich. Nee. Nee. Wenn so eine Spinne bei mir im Zimmer ist, da kenne ich weder Gnade noch sonst was, weil ich drehe da durch. Ich kann das nicht. Und ich dachte, ich hätte Doppel Farblos Energie. Also ja, ich habe ja Doppel Farblos. Wie viel habe ich denn noch übrig? Eine habe ich noch. Für. Hier, Brannawarz. Weil der wird ja entweder. Haut jetzt mit voller Wucht drauf und geht davon aus, dass ich dann drehe. Oder er dreht. Ne, er haut mit voller Wucht drauf. Okay. Er hat mehr Glück dabei als ich. Da muss ich Glurak killen. Irgendwie. Jetzt kommt's drauf an. Ihm Energie wegzunehmen, bringt das was? Ich brauch noch eine Energiekarte, es hilft nichts. Das ist schon mal ein Anfang. Ich musste mich gerade an der Nase kratzen.
So. Und jetzt muss ich Glurak irgendwie zerlegen, egal wie. Der wird jetzt wahrscheinlich anheizen, wenn er keine Doppelfarblos hat. Oder er tauscht aus, das geht auch. Wenn er austauscht, habe ich sogar ein größeres Problem. Also wenn er klug ist, tauscht er aus und haut mit dem Vieh nochmal mit dem Bombenplatscher drauf. Hörst du mich, Jesus? Und er kriegt nicht mal selber Schaden. Das ist das Traurigste dabei. Das Problem ist, ich habe... Entweder ich kann nicht angreifen... Oder wir beide nicht. Ich hoffe einfach, wir können beide nicht angreifen. Aber 50 Schaden von ihm reichen ja schon fast. Also es läuft gerade nicht optimal mit diesem Deck. Muss ich mich nochmal ransetzen. Also ich bin sehr froh, dass die Spinne gestern Nacht weggegangen ist. Aber was glaubt ihr, wie wach ich dann war? Ja, da war ich nachts, Mitternacht noch relativ wach. Und ja, hab mich dann entschieden, noch bis 1 wach zu bleiben. Dann war ich so langsam wieder müde und dann habe ich mich auch hingelegt. Und gerade bin ich auch irgendwie müde. Heute ist, wenn ich es aufnehme, Dienstag. Dienstag ist okay. Dienstag ist echt okay, weil Dienstag kann ich früh pennen gehen, macht nichts. Mittwoch bleibe ich lange auf. Bei Mittwochs kommen bei mir immer Animes von... Also was heißt bei mir? Die kommen bei euch auch genauso. Im Fernsehen meine ich. Und die gucke ich ganz gerne. So, habe ich noch... Ich habe tatsächlich noch eine Energiekarte im Deck. Ein Wunder ist geschehen. Der Messias, er ist zurück. Nee, ich nehme mir noch ein bisschen was von meinem Ablagestab. Ich weiß echt nicht, wie ich den Kampf noch drehen soll. Der macht jetzt hier einhämmern und dann bin ich fast tot. Dann tauschen wir aus und er bringt mich um. Außer ich tausche so aus, aber das ist auch nicht unbedingt optimal. Weil Land- oder Bodengewinn, das zieht zu viel. Das zieht wirklich eine ganze Menge. Das Einzige, was hier killen könnte, wäre das Viech, aber das kriege ich nicht mehr stark genug. Obwohl, 130 Schaden geht eigentlich. Das überstehe ich nämlich noch eine Runde. Ja, dann mache ich so. Zögere ich noch eine Runde raus. Was? Der war am Gewinnen. Ist der blöd? Der war am Gewinnen und gibt auf. Na gut, wenn er meint. Vorteil für uns. Gut, Leute, aber ihr lasst mir jetzt erstmal auch einen Vorteil, nämlich ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Pokémon Trading Card Game, werde ich vielleicht gleich im Anschluss aufnehmen. Wir gucken mal. Bis dann, euer Wolf.